Ja, moin Leute, euer SEO hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute gucken wir uns Wasser an. So spannend wird das. Ja, Wasser. Und komische Dinge im Wasser. Schon spannend. Oh, Blutblatt. Das Problem bei den ganzen Blutblattgeschichten, ne? Es vergammelt immer, bevor ich zu Hause ankomme und damit irgendwas anfangen kann. So, was ist hier los? Was ist das hier? Geh mal aufs Dach und guck mal, was hier ist. Ich sehe Supermutanten. Ein Supermutant, der sich nicht bewegt. Ein leichtes Opfer, wenn ich Munition hätte. Was ist des Snipers größter Feind? Keine Munition. Tun wir einfach so mal, als wäre ich an diesem Zeitpunkt gesprungen aufs Dach und hätte noch jemanden getötet. Es ist passiert, Leute. Ich habe es wirklich getan. Und das war so cool. Ja, ihr habt geblinzelt, das zählt nicht. Ich glaube, ich habe den Kopf nicht getroffen. Das war 100 Punkte Kopf. Ja, kommt mit euren Nahkampfwaffen her. Ich will sehen, wie ihr aufs Dach kommt. Ich bin hier bei Harper's Ferry. Ich glaube, ich weiß, was diese Wassersymbole sind. Die Kanalisatione eventuell. Der steht da und ich kann ihn einfach nicht treffen. Er ist unbesiegbar. Es waren zwei. Ich will gar nicht wissen, was die da gerade getan haben, warum sie so nah aneinander standen. Oh, du bist auch ein Sniper, ja? Ja, wollen wir mal gucken, wer gewinnt. Ich natürlich. Oh, wir haben gleich schon wieder ein Level-Up. Ach. Oh, musst du dich immer bewegen, wenn ich 95% habe? Erreiche eine höhere Stufe während. Was? Was? Während was? Erreiche einmal eine höhere Stufe, nachdem du mindestens Stufe. Oh. Während du krank bist, während du berauscht bist. Die haben das geändert! Ah! Nice. Cool. Gefällt mir. Ich muss jetzt mehrere Sachen erledigen. Vorher gab es immer nur eine Sache zu tun. Erziele Begegner im Wort 94 kritische Treffer. Ich verpasse gleich mal einen kritischen Treffer. Die schnelle Lösung. Wie lange noch? Ein Tag und 22 Stunden. Mal sehen. Ich arbeite gleich 8 Stunden und dann schlafe ich. Dann ist es so 13 Uhr. Was muss ich dafür tun? Sammle Wasser. 250. Sammle Holz. 250. Ernte Gemüse. 50. Iss rohes Fleisch. 50. Stelle Heilsalbe her. 20. Nee, das schaffe ich nicht. Sorry, aber... Ich würde es gerne versuchen. Oder ich werde es auch versuchen, aber... Ich meine, ich brauche sowieso Heilsalbe. Aber ich werde das höchstwahrscheinlich in keiner Folge machen. Weiß ich nicht. Da muss ich schon ziemlich besoffen sein, um das zu tun. Ja, Harper's Ferry, Leute. Hier waren wir noch nicht. Erstaunlicherweise. Und hier geht's ja in The Underground. Ja. Die Höhlen. Oh, ich würde da schon gerne mal reingucken. Soll ich mal reingucken? Oh, ich guck mal rein. Das war ja, glaube ich, der erste Raid, ne? Ich guck mal rein. Ich habe ja meine starke Waffe dabei. Power-Rüstung brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Ne? Aber ich habe sie dabei. Also in Le Principe. Könnte sogar was werden. Wenn wir dann noch ein paar Visionskerne finden, dann wird es eher was. Mal gucken. Schauen wir uns mal hier um. Höhlen-Missionszusammenfassung. Trupp Romeo, hier Defiance.
Prioritätsmitteilung folgt. Informationen deuten auf große Mengen Militärrobotik in der Pumpenstation Harper's Ferry hin. Begebt euch durch die Kanalisation dorthin und findet heraus, was der Ursprung ist. Meldet euch um 0700. Ad Victoria. Ad Victoria. Ich hab's mir angehört, Junge. Ah, geht doch. Abfallentsorgung begonnen. Suche in den Höhlen nach dem Ursprung der Roboteraktivität. Nehme ich. Na sauber, noch ein legendärer Gegenstand. Heute geht das aber richtig voran. Mit den legendären Items. Sonst weißt du wochenlang nichts und jetzt. Vielleicht wird man fürs lange Spielen auch mehr belohnt, weil vorher habe ich halt immer wirklich nur eine Folge am Tag machen können. Jetzt habe ich eigentlich immer wieder ein bisschen mehr Zeit. Gerade auch wegen Sekiro. Sekiro ist ja jetzt endlich durch. Das hat mich halt, gerade der Endboss, der hat mich Tage gekostet. Und da konnte ich wirklich nichts machen. Nichts anderes als versuchen, den Boss zu kriegen. Weil je länger Pause man da macht, umso schwieriger wird es, weil man natürlich erst wieder reinkommen muss. Und Junge, war das schwer. Ich meine, ich bin halt einfach nur schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so sau schwer war, aber ich bin halt nur nicht gut. The Dog is in. Ist ein Arzt? Dr. Kenz Shemden. Ist du was für mich? Willst du was zu naschen? Alter, danach brauche ich auf jeden Fall ein paar Drogen. Und im Hintergrund leuchtet irgendwas, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Könnte ein Ghoul sein. Alter, Junge. Wenn da nicht die Krönung der Menschheit ist, dann weiß ich auch nicht. Aber, naja. Dinge, die ich nicht benutze. Knochensäge. Rezept, gezogene Fieberblütentee. Dinge, die ich nicht verwende. Cool. Ah, ich wusste, dass einer von euch hier ist. Also bisher geht das klar. Weiß nicht, was noch hier auf mich lauert, aber... Bist du hier? Ne? Ist easy. Aber wisst ihr, was das Verrückte ist? Nach so einer Aufnahmesession habe ich richtig Bock, zur Arbeit zu gehen. Fragt mich nicht, warum. Es ist ganz seltsam. Ich freue mich tatsächlich jetzt auf die Arbeit. Normalerweise bin ich am Sonntag so. Arbeit schon wieder, ey. Die ganzen Kackbratzen sehen. Aber jetzt. Doch, doch. Ich höre dich stampfen. Ich habe genug Munition für die Sniper dabei. Ich kann euch alle platt machen. Versucht's gerne erst, Leute. Versucht's gerne erst. Ich hoffe, ich bekomme hier was richtig Feines. Wenn ich denn schaffe, also noch. Ist ja nichts, ne? Fest. Weil im Prinzip habe ich jetzt noch knapp eine Stunde. Wenn ich dann hier nicht raus bin, oder es geschafft habe, besser gesagt. Sind das Fossile? Sind doch Fossile, das sehe ich doch. Gib mir den Darmpilz. Fossile! Naja, doch nicht. War ein Versuch wert. Gehen wir mal hier lang. Wo sind die versprochenen Roboter? Gott, das ist hier so verzweigt. Darmpilz schon wieder? Ich glaube, das sind keine Zombies. Ich glaube, das ist einfach nur der Darm, der aus dem Arsch rausgekommen ist. Sieht halt nur mal so hässlich aus. Sie keine Chance haben gegen meine Sniper. Und das ist nur der 2,5-fache Damage. Wenn es jetzt Nacht wäre, Freunde, die würden richtig kassieren. Nix. Cool. Losen, yeah. Aber der Tut, der kam ja von hier oben. Hast du hier was Feines?
Eine Mod. Eine rostige Schlagringe. Na gut, meinen legendären Schlagring habe ich jetzt weggeworfen. Aber eines Tages. Ich brauche ja eigentlich... Obwohl, einen Sniper habe ich schon, ne? Ich habe jetzt einen Sniper. Ich habe jetzt eine starke Wumme. Eine schwere Waffe. Eigentlich bräuchte ich... Ja, was bräuchte ich eigentlich noch? Eine Pistole. Ich wollte eine gute Pistole haben, stimmt. Eine gute Pistole ist das Einzige, was mir noch fehlt. Wenn ich die jetzt noch bei der Murphy bekomme, dann würde ich sagen, danach gehe ich auf Schlagwaffen. Also Nahkampfwaffen. Ich glaube, das ist ein guter Deal. So, da war aber noch ein anderer Gang. Wir sind hier im Markt. Das ist ja eine kleine Stadt hier. Ist ja niedlich. So, hier wollte ich mal reinschauen, ne? Wir sind hier auf der anderen Seite. Kann ich das hier öffnen? Tatsächlich. Was für einen Sinn hat das jetzt? Nein, ich hab's wieder zugemacht. Ich hab zweimal drauf gedrückt. Weil ich ungeduldig bin. Hm? Chillst du da auf einem Stuhl? Was zum Teufel machst du da? Der lehnt sich ganz gechillt gegen die Ecke. Allerdings irgendwie der Duft. Bin ich gerade an dem vorbeigelaufen? Kann das sein? Oder war ich hier noch nicht? Ne, ich war hier noch nicht. Oh, ich habe mein Level ab schon, ne? Dann sollten wir das, wenn wir schon mal hier sind, definitiv direkt nutzen. Weil das wird mir noch mal ein bisschen Resistance geben. Na gut, machen wir noch ein bisschen Lärm, dass die Ghule mich währenddessen verspeisen können. Das ist die richtige Einstellung, Zero. Das ist die richtige Einstellung. So. Das würde ich auch gerne noch zu Ende machen. Dass wir noch ganz, ganz viel tragen können. Ah, da können sie mich alle mal. Ich wusste es. Die Dosen haben mich verraten. Oh, hm. Das ist ein bisschen blöd. Houston, wir haben ein Problem. Die einzige Waffe, mit der ich Munition habe, ist kaputt gegangen. Man sollte meinen, Zero wäre vorbereitet. Ist er aber nie. Ein vorbereiteter Zero ist ein schlechtes Omen. Merkt euch das. Schmutziger alter Teddy. Na gut, der zählt nicht. Okay, aber glücklicherweise, ne, muss man sagen, habe ich ja eine Sache aufgespart. Und das ist, zack, ein Reparaturkit. Also wirklich das Letzte, was ich habe. Puh, Glück gehabt. Okay, Stufenabstieg. Nee, es war hier, oder? Da. So, können wir natürlich nur machen, wenn es geht. Also wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann ist das halt so. So, zwei Level noch, dann haben wir es, na, vier Level noch. In vier Leveln haben wir das voll. So, das habe ich natürlich wieder mal vergessen. Wir können hier noch zwei Punkte wegnehmen, das heißt zwei Level können wir noch wegnehmen. Dann haben wir noch zwei. Und uns fehlen nur noch zwei. Das könnte perfekt hinhauen. Oh, und dann müssen wir halt gucken, wie wir das Ganze halt managen, falls wir das tauschen möchten, wie es dann aussieht. So. Das war Anglerfleisch. Schön. Das könnte ich gut gebrauchen. Da ist eine Werkbank. Ja, aber zuerst war hier oben noch mehr, außer die zwei Ghule. Weil wenn das hier so eine Art Raid-Ding ins Kirchens ist. Oh, ich bin überladen. Gut, dass da eine Werkbank ist. Dann könnte es sein, dass man hier einzigartige Sachen findet. Ja, komm. Gehen wir auf zur Werkbank. Ich bin nicht überladen. Ich habe in der Wand was abschmatzen hören.
So, ich muss auch daran denken, dass wir noch einen Baseball brauchen. Also wenn wir einen Baseball finden, dann sollten wir den definitiv mitnehmen. Passt. Sehr schön. Ist das hier verwinkelt? Alter Schwede, ist das Kleber? Nee. Toilettenpapier, klar. Verarsch mich doch. Packen wir ein bisschen Kleberpapier auf die Werkstattbank. Oh, hallo. Finde ich ja gut, dass du dich ja so hinstellst für mich. So, Zuckerbomben. Alles, was mir so ein bisschen Leben gibt, das kann mich früher oder später retten. Deswegen nehmen wir es auch mit. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier kommen. Oder ob wir es vielleicht sogar gar ganz schaffen. Eigentlich war ja geplant, dass ich noch eine Folge aufnehme und dann mich schon mal für die Arbeit vorbereite, duschen und alles, halt, damit die Arbeitskollegen mich auch ertragen können. Aber ich denke mir, ja gut, machst du halt erstmal das hier fertig und wenn du stinkst, dann haben die ein Problem. Mich interessiert es ja nicht. Do not enter. Oh, da geht's schon ein bisschen tiefer rein. Wo war jetzt die Werkbank? Wo hast du sie versteckt, Junge? Komm zurück, zeig sie mir. Schwören können, ich habe eine Werkbank gesehen. Vor allem brauche ich sie jetzt auch. Oh. Kann der auf mich schießen? Kann er sich umdrehen? Ich gehe auch nochmal sicher. Kann das sein, dass ich jetzt die Ghule quasi freigelassen habe? Das kann gut sein, ich muss zurück. Die Werkbank war hier hinten irgendwo. Aber 100 pro. Da ist sie doch. Sogar mit dem Pfeil. Zero kann ich mal Pfeile lesen. So, was haben wir denn hier? Ein Sturmgewehr, ein experimentelles MIRV. Deswegen kommst du auf jeden Fall weg. In die 10 mm. Und eine Aggressor-Tron hast du dich gesehen. Und Kleidung haben wir wahrscheinlich auch noch. Sehr schön. Das ist eine Waffenwerkbank. Aha, wir brauchen eine Bastelwerkstatt für die Granaten. Naja. Müssen wir noch irgendwas reparieren, wenn wir schon mal hier sind? Sicher, sicher. Ich denke, sicherstellen, dass wir auf keine Probleme stoßen. Ja, alles klar. Alles Chico. Wir wiegen wieder ziemlich viel. Do not enter. Ich vermute mal, auf dieser Seite wird der andere Zugang sein. Wieso ist da ein Event? Das ist das Herz des Sumpfes? Oder wie man das rüber nennt? Oh, ist ganz schön tanky, mein Freund. Wie kommt's? Hier sind so viele Wege, ich komme nicht drauf klar. Ich höre im Hintergrund die ganze Zeit, wie Reggie, meine Freundin, Shiva ausschimpft. War der Link der? Nein. Oh, ich liebe es zu snipern. Das macht aber so viel Spaß. Kann nichts dafür. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch später zurück. Wir hatten da irgendwo noch einen Altar. Ah, Gott, hier gibt es zu viel zu sehen. Es ist mittlerweile Nacht. Deswegen kann ich mit dem Watz-Modus hier durchlaufen. Ist ja das der Altar? Nein. Huch! Das erklärt, warum einer hier direkt um die Ecke war. Stand da nicht gerade noch? Also wenn wir sie alle töten, bevor sie auf mich zulaufen, ist das alles gar kein Problem. Dann können die mir nichts anhaben. Ich habe mich nicht mal bewegt. 95%. Junge. 95%. Zweimal verfehlt. Das ist doch nicht dein Ernst.
Okay, wo gehen wir als erstes hin? Oh, Kriegsgeld. 40er. Aha. Sind die alle unter Droge oder so? Bin ich unter Droge? Bist du ein existierendes Lebewesen? Nein! Ist es nicht! Ist aber okay, ich kann's verstehen. Warum ist das hier so verwinkelt? Ist das jetzt der andere Zugang? Ja, tatsächlich. Jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich da, wo steht Do Not Enter, da müssen wir tatsächlich hin. Das ist also der Plan, ja. Schauen wir uns hier auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen um. Nein, ich knack den Scheiß jetzt nicht. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein legendärer rumfleucht. Der instant stirbt. Okay. Heißt er kaum, spreche ich es aus. Dann ist er hier. Mit einem Schlagstock. Aber ein Ghoul-Töter. Wie wurde er zerstört? Ich habe ihn in der Hand. Wasch mich doch nicht. So. Des Ghoul-Töters. Glücklicherweise sind hier überall Ghule. Stufe 45. Du kommst weg, Junge. Ja, direkt am fünffacher Schaden. Ist nicht zu unterschätzen, Leute. Es ist nicht zu unterschätzen. Damit knipsen wir so einigen Leuten das Leben aus. Wo bin ich jetzt schon wieder? Okay, da hinten ein Ghoul liegt, wo auch immer der ist. Ich sehe ihn nicht. Oh, guck mal. Hier ist eine Werkbank. Und Warnung an Dylan. Dylan, hoffentlich findest du das, wenn du zurückkommst. Du musst mir zuhören. Wir können hier nicht mehr bleiben. Marcus, dieser Dreckskerl. Ich hätte wissen müssen, dass... Es ist so. Du musst deine Sachen nehmen und schnellstmöglich verschwinden. Versuch nur nicht durch die Hauptkammer zu gehen. Dann überfällt dich einer seiner Schläger und macht dich fertig. Ich gehe jetzt nach Mostown. Ich liebe dich und sehe dich hoffentlich bald. Zur Pumpstation? Also ich sehe es gerade erst. Das war jetzt kein Oh, kann man durch. Die Neugier, sie ist so groß. Warum ist die Neugier so groß? Ich habe gesehen, dass man da durch kann. Jetzt will ich da durch. Weiß nicht, jeder sieht. Wo bin ich jetzt hier? Die Frage ist, ob ich jemals auch zurückkomme. Da war der Bot drauf, ne? Ja. Oder? Ja, tatsächlich. Okay, wir gehen zurück. Ich muss durchs Wasser platschen. Ich will wissen, was da ist. Was ist hier? Und wieso gibt es hier so viel zu erkunden? Ich werde es hier niemals rausschaffen. Wo kommt ihr jetzt? Ich bin da gerade durchgelaufen. Da war nicht ein Zombie. Ghoul, sorry, ich sag auch Zombie, ich weiß aber. Das ist ein Reflex. Ich wollte doch ins Wasser.
Er ist auch so ein Darmpilz. Ich hab's doch extra ausgelöst, damit das nicht passiert. Ja, guck mal, da kann ich easy rüberspringen. Das ist ja eine Brückenstation. Brückenterminal meine ich. Huch, was habe ich da? Keine Ahnung. Gehen wir nochmal zurück. Ah, Arbeitsbericht. Kannst du das lassen? Arbeitsbericht Brückenfehlfunktion. Datum der Eingabe 23.01.2074. Eingegeben von Andrew C. Horn, Techniker. Beschreibung. Wollte mir an der Brücke eine fehlerhafte Leitung anschauen und habe ein paar der üblichen Verdächtigen angetroffen. Ich sagte ihnen, sie sollen verschwinden, bevor ich die Bullen rufe und es eine Anzeige wegen widerrechtlichen Betretens gibt. Ich tue das den armen Kerlen nur ungern an. Sie stören niemanden und wie es aussieht, könnten sie Hilfe gebrauchen. Aber Gesetz ist nun mal Gesetz. Okay, ich verstehe. Die Brücke zieht sich von alleine zurück. Das Gute ist aber, ich... Mach einfach einen auf den hier. Was ist hier? Wo bin ich jetzt schon wieder? Mein Abenteuer nimmt kein Ende. Hier sind offensichtlich keine Gegner, also war ich hier schon. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Aber ich wollte eigentlich durchs Wasser warten. Okay, wir müssen komplett zurück. Jetzt hätte ich noch weiter. Das geht dann noch weiter. Leute. Macht mich fertig. Okay, Freunde. Ich würde sagen, diese Expedition muss leider auf morgen verschoben werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier in der Kanalisation wieder. Und dann werden wir gucken, was es hier alles noch so Schönes gibt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.